Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von G-Trading. Nochmal am gleichen Tag. Ich hatte es ja gesagt, die Amerikaner kommen dazu und dann werden die uns hoffentlich nach oben ziehen. Genau das ist hier auch passiert. Und hier bin ich schön long gegangen. Leider ist mein Videoaufzeichnungsprogramm genau zu dem Zeitpunkt abgestürzt. Aber na gut, da kann man halt nichts dran machen. Also hier long gegangen, schon mitgegangen und hier sind wir dann wieder abgestürzt. Momentan prallen wir immer wieder so an der 5400er Marke ab. Von daher ist es echt schwierig, sich jetzt zu positionieren. Ob er die jetzt nochmal durchbricht oder doch wieder weiter nach unten absinkt, ist echt, echt richtig schwer zu sagen. Ob die Amis uns jetzt noch ziehen oder ob die jetzt, ja, einfach nur das, so ein bisschen Strohfeuer hier war. Schauen wir mal. Wie es weitergeht, ich versuche eben halt noch den Stundenlohn rauszuholen, beziehungsweise den habe ich eigentlich schon mehr als rausgeholt, weil hier habe ich 60 Euro gemacht bei dieser Long-Position. Da bin ich allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, auch jetzt nicht mit zwei Kontrakten reingegangen, sondern so wie ich immer trade mit 10 Kontrakten, habe dann hier 60 Euro geholt innerhalb von paar, ja, einer Minute oder was das waren. Wie gesagt, leider nicht aufgezeichnet, aber vielleicht schaffe ich es ja jetzt nochmal, das einfach mal zu zeigen. Ich denke trotzdem, dass wir uns weiterhin long positionieren sollten und einfach jetzt die Rückschläge zum Einstieg nutzen sollten. Von daher nochmal hier das Long-Fenster. Ich gehe aber jetzt mit 10 Kontrakten rein, weil ja, das andere ist mir dann doch ein bisschen zu wenig für meine Sache jetzt. 100 Euro bin ich bereit zu verlieren. Sicher damit also 10 Punkte ab, setze den Stop Loss und diesmal setze ich auch einen Take Profit und sage, ich möchte gerne, nicht so gierig, 50 Euro möchte ich ganz gerne haben. So, jetzt sind wir kratzen immer an der 5400, das ist echt, na gut, schauen wir mal. Nochmal dazu, warum der jetzt hier so nach oben geschossen ist. Es gab, das müssen wir mal gucken, weswegen. Was war da eigentlich los? Hier wieder meine Seiten, Wall Street gibt nach. Die haben sich noch gar nicht aktualisiert. Dann gehen wir mal auf eine andere gute Seite. Ich hatte euch die ja auch schon mal vorgestellt. Was war denn da los? Warum sind die so hochgegangen? Manchmal ist die Börse halt rätselhaft. Man kann es auch nicht nachvollziehen. Okay, gucken wir lieber, ob wir Geld verdienen können. Das sind doch ganz gute Einstiegskurse hier, würde ich mal sagen. Da sind wir dabei, da gehen wir mal rein. 5.385 drin. Bup, bup, bup. Öffnen wir mal die offenen Positionen hier. Derzeit ein Gewinn, jetzt wieder ein Verlust. Stop-Loss bei 5.376, derzeit 5.378, 79. Ich gehe aber davon aus, dass er sich gleich wieder fangen wird. Gut, manchmal greift natürlich auch das Stop-Loss, dafür ist es dann in dem Fall auch da. Das muss man einfach mit einkalkulieren. In diesem Fall ist es da nochmal abgeprallt. Hätte aber doch etwas später vielleicht einsteigen sollen, aber das ist einfach die hohe Kunst. Wenn man das wüsste, dann bräuchte man gar nicht mehr arbeiten. Und von daher 28 Euro, 30 Euro, 25. Na. 48, 50 Euro, die nehmen wir mit, alles klar. Wieder 50 Euro gemacht, ihr habt es gesehen. Also so schnell geht das. Vorhin habe ich 60 gemacht, jetzt 50. Also Stundenlohn schon mehr als rausgeholt. Und das einfach nur durch minimale Kursbewegung. Und ja, das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Und wie gesagt, wenn euch das gefällt, wenn ihr Tipps habt oder Anregungen, wenn ich irgendwas falsch mache oder wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwelche Kommentare abgeben wollt, schreibt mir einfach. Ich freue mich. Bewertet bitte mein Video. Das freut mich auch. Und ich wünsche euch natürlich auch wie immer sehr viel Erfolg beim Traden.